Lisa Ermavi. Heute zeige ich euch mal endlich den Elsa-Zopf. Und jetzt geht's los. So, auch wenn der Elsa-Zopf nicht mehr ganz so aktuell ist, haben doch immer wieder ganz viele von euch danach gefragt, ob wir den mal zeigen können. Und da der ja jetzt auch gut zur Jahreszeit passt, wollen wir euch den heute mal zeigen. Und die Elsa hat ja hier oben so ganz viel Volumen. Das müssen wir jetzt auch mal erst hinbekommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr die Frisur macht, wenn ihr die Haare nicht gerade frisch gewaschen habt, weil sonst sind die viel zu flutschig. Dann kriegt man das Volumen hier oben nicht so gut hin. Und dafür kämmt ihr euch die Haare jetzt erstmal hier am Oberkopf alle zurück. Und jetzt habe ich hier so eine Toupierbürste, weil die sind ein bisschen schonender zum Haar, als wenn man das mit einem Kamm macht. Ich habe die jetzt von Claire's. Ich versuche euch auch die in der Infobox zu verlinken. Jetzt teilt ihr euch hier oben einfach eine Strähne ab, mit der ihr anfangt. Klappt die hier so hoch. Und dann geht ihr hier mit der Bürste und geht ganz vorsichtig, schiebt ihr so ein paar Haare immer nach unten. Und am besten ist es, wenn ihr jetzt nicht hoch, runter geht, sondern einfach nur die Haare so ein bisschen an den Ansatz schieben. Und dann lasst ihr die nach vorne fallen. Und jetzt nehmt ihr euch hier die nächste Strähne. Hier der Toupierkamm hat hier auch so eine kleine Hilfe, damit kann man ganz gut die Strähnen so abteilen. Und das macht ihr so bis hier hinten am Ende vom Hinterkopf. Und dann könnt ihr wieder alles zurückklappen. Und jetzt müssen wir das Gleiche noch mit den Seiten machen. Sieht jetzt erstmal ziemlich wild aus. Kommt hier die Seitenpartie dran. Dann nehmt ihr euch auch hier vorne die Haare. Und geht dann hier hinten mit der Bürste dran. Und das gleiche machen wir noch mit der linken Seite. So, wenn ihr alles so ein bisschen toupiert habt, müsst ihr jetzt wieder ein bisschen Ordnung in die Haare bringen. Dafür klappt ihr alles wieder zurück und geht hier ganz vorsichtig mit der Bürste so drüber und glättet so die oberen Haare wieder ein bisschen. Aber kämmt hier nicht wirklich durch, sonst macht ihr euer ganzes Volumen wieder kaputt. So, jetzt können wir mit dem Zopf anfangen. Dafür nehmt ihr euch hier am Oberkopf eine Partie Haare. Versucht das am besten alles so mit den Fingern ein bisschen zurückzunehmen, dass ihr nicht nochmal kämmen müsst. Jetzt teilt ihr diese Partie in drei Strähnen. Und fangt einen französischen Zopf an zu flechten. Das heißt, die äußeren Strähnen werden immer über die Mitte gelegt. Linke Strähne lege ich in die Mitte und jetzt lege ich die rechte Strähne in die Mitte. Und jetzt nehme ich hier von der linken Seite zu meiner linken Strähne Haare dazu und nehmt ruhig jetzt eine dicke Partie, weil die Elsa hat auch den Zopf ziemlich breit geflochten. Nehmt also so viel Haare, wie es hier geht, die fügt ihr hier zu eurer linken Strähne ein. Und nochmal zum Glätten geht ihr hier auch nochmal mit der Bürste drüber. Und jetzt ist die rechte Seite dran. Hier nehmt ihr jetzt auch eine richtig große Haarsträhne. Geht hier an der Seite nochmal mit dem Kamm oder mit der Bürste drüber. Und legt die rechte Seite in die Mitte. Links kommt die nächste Strähne. Und auch wieder richtig viele Haare mit in euren Zopf. Wenn ihr das Muster vom französischen Zopf noch nicht kennt, dann verlinke ich euch das auch nochmal in der Infobox. Beim Elsa-Zopf ist es halt wichtig, dass er hier richtig breite Strähnen abteilt. Und jetzt flechtet ihr einfach noch ein Stück weiter runter. Bevor ihr jetzt hier unten
euer Zopfgummi reinbindet, müsst ihr hier anfangen, eure Strähnen rauszuziehen, damit ihr auch so einen richtig dicken Zopf bekommt. Und jetzt könnt ihr hier alles mit einem kleinen durchsichtigen Haargummi verschließen. Und jetzt fangt ihr an, hier oben die Strähnen auch noch mal rauszuziehen. Besonders hier oben am Oberkopf sollte sich das hier so richtig schön aufbauschen. Elsa hat den Zopf ja dann hier so über die Seite laufen. Die Mavi hat ja jetzt keinen Pony, aber die Elsa hat ja hier oben so viele fliegende Haarsträhnen. Da ziehe ich jetzt einfach hier vorne mir so ein paar Strähnen erstmal hier so runter. Zieht die hier so vorsichtig raus. Und jetzt nehmt ihr euch ein bisschen Haarspray und dann legt ihr die hier so oben hin und sprüht die so ein bisschen wieder fest, dass sie hier so wild am Oberkopf anlegen. Ihr könnt hier auch noch mal so ein bisschen drehen, dann kommen hier noch so ein bisschen mehr raus. Auf der anderen Seite macht ihr das dann genauso. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier noch so kleine Haarnadeln eindrehen. Ich glaube, bei der Elsa sind das eher Schneeflocken, aber Schneeflocken hatte ich keine gefunden. Die habe ich jetzt vom DM-Markt und die kann man einfach in die Haare stecken. Versucht nicht, die von oben reinzudrehen, das klappt nicht. Dann verheddern die sich ganz doll in den Haaren, sondern ich stecke die einfach von hier unten in eine Schlaufe von meinem Zopf und fange dann ein bisschen zu drehen, dass sie sich festkreisen. So, jetzt sieht es wenigstens ein bisschen aus wie so Schneeflocken. Und fertig ist euer Elsa-Zopf. Und wenn das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben.